Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Cyberpunk 2077. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Und wir schauen uns erstmal hier rein. Und wir schauen, was wir als nächstes machen. Oder wir schauen nochmal, ob wir uns irgendwo das Motorrad holen können. Warte mal, wo war denn das nochmal? Nachrichten. Und dann. Hier? Nee. Stimmt, hier. Aber wo sich, also wo genau kann ich das jetzt kaufen? Ich meine, ich glaube, ich habe in der letzten Folge eigentlich schon mal angerufen, aber es hat, glaube ich, irgendwie nichts gebracht. Das NCPD lädt zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Ich versuche es nochmal schnell. Das war, glaube ich, der hier, oder? Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt, dass der identifizierte Virus zum Verbrechen von Cyberware gar nichts führt und in Extremfällen tödlich ist. Als Reaktion auf erhöhte Gangaktivität hat der Bürgermeister die Gefahrenstufe der Öffentlichkeit. Okay, warte mal. Warte mal, war das nicht das hier? Ich weiß es jetzt gar nicht. Fahren wir da einfach mal hin, oder warte, wo ist denn das überhaupt? Okay, hier drüben. Na, geht eigentlich. Fahren wir da einfach mal hin und schauen, ob das Motorrad vielleicht ist. Nach Einbruch der Dunkelheit nicht zu verlassen und außerdem sicherzustellen, dass sie Handfeuerwaffen griffbereit haben. Schulen sowie auch Krankenhäuser bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Ah, Alter, wieder falsch gefahren. Ursprünglich wurde der Bezirk als pures Luxusparadies angelegt. Inzwischen ist er zu einer Zuflucht für Gangs und Drogensüchtige verkommen. Kantao verkündete erst kürzlich... Oh, shit. Nein. Oh, feindlicher Bereich. Kommt, wird fahren. Oder wir killen die ganz schnell. Würde eigentlich auch gehen. Warte mal. Hab ich überhaupt. Ja, okay, Munition habe ich schon ein bisschen. Ja, ich glaube, die halten mir nicht so viel aus. Ja, der ist tot. Ja, die Granate war jetzt ein bisschen unnötig, aber egal. Ja, der ist auch tot. Jetzt noch der letzte da hinten. Und dann waren es alle. Okay, wir haben sogar eine Mission abgeschlossen. Okay, ist eigentlich auch nicht so schlecht. Liegt hier vielleicht irgendwas rum? Ah, hier ist noch was. Und hier drüben am Boden noch. Ich glaube, sonst haben wir alles, oder? Der von daher. Alter Scheiße, Mann. Sind wir am Schuss tot? Ja, daneben. Oh Scheiße, Mann. Ey, wo kommen wir von alle her? Oh shit. Die halten sich nicht viel aus, aber...
Okay, Granate. Da hinten war noch welche, oder? Also habe ich wieder ein bisschen Shotgun-Munition. Und der Sturmgewehr-Munition auch so ein bisschen. Warte, der lebt noch. So, jetzt haben wir beide. Warte mal, ist da noch einer? Ah, da oben. Ah, okay. Ah, geil, wir haben einen Baseballschläger bekommen. Schauen wir mal, wie gut der ist. Ah, das ist hier. Ah, das ist nicht wirklich gut. Boah, hier haben wir eine Machete. Dann rüsten wir die erstmal aus. Boah, sieht echt geil aus. Okay, ich glaube, den letzten da oben müssen wir nicht wegholen. Oder warte mal, vielleicht treffe ich den ja irgendwie mit einer Granate oder so. Ach shit, das war zu niedrig. Ach scheiß drauf. Den war einfach mal. Scheiße, Alter, down fahre ich irgendwo rein. Oh shit. Warte mal, ich glaube ich. Ah nee. Ich muss wieder zurückfahren. Alter, komm schon. Boah, hier ist das Motorrad geil. Okay, das muss ich auf jeden Fall kaufen. 22.000, das geht eigentlich vom Preis her, finde ich. Okay, geil. Also ein Bike ist halt schon richtig geil. Okay, warte mal, erstmal den Sender wechseln. Okay, dann schauen wir mal die Mission rein. Okay, das sind ja nur Fahrzeuge und das sind die abgeschlossenen. Die haben wir schon richtig viel eigentlich gemacht. Okay, was ist denn das hier? Schauen wir mal auf die Karte, wo das ist. Okay, da fahren wir schnell hin. Das Motorrad ist halt richtig geil.
Das Bremsen ist hier viel geiler. Man kann da viel schneller bremsen und, also man kommt auch leicht um die Kurve. Aber wir sind schon da. So, warte, ich muss doch mal schnell hier reinschauen. Stimmt, wir können doch mal wieder bei diesen Kämpfen eigentlich weitermachen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Taxis, also wie viele Delamain-Taxis müssen wir überhaupt noch holen. Ich glaube, wir haben drei Stück geholt, oder? Ja, ich glaube, drei Stück müssen es sein. Ich glaube, das sind auch nur noch... Hier haben wir noch eins. Das sind, glaube ich, noch drei Stück, oder? Da haben wir noch irgendwo eins. Ich glaube, jetzt finden es doch, glaube ich, drei Stück und dann haben wir das eigentlich auch fertig. Und bei den Kämpfen weiß ich es eigentlich gar nicht. Warum steht das hier eigentlich auch nicht? Okay, aber werden wir natürlich auch noch machen. Die ganzen Kämpfe, die machen auch einfach Bock. Ne, warte mal, jetzt habe ich die falsche Mission ausgewählt. Okay, wir müssen hier nach oben. Okay, warte mal, verschlossen. Ungehobelte Drecksau. Okay, warte mal, kann ich dem in die Fresse hauen? Oh shit, nein, jetzt kommen die Bullen. Oh shit. Oh, so eine Scheiße. Oh shit. Das war blöd für mich, das war richtig blöd. Shit, ich bin echt tot. Mach den komplett fertig. Und ich bin tot. Ja, okay. War echt ein bisschen blöd. Ich wollte ihm eigentlich nur in die Fresse hauen und auf einmal hat er irgendwie die Machete rausgeholt. Okay, wir sind jetzt wieder hier und das war gerade wieder richtig komisch, weil ich muss das irgendwie einfach. Weil ich bin hier gestorben. Und jetzt muss ich mir das Motorrad nochmal neu kaufen. Also, das ist wieder echt manchmal richtig komisch. Da musst du, also dann speichert es irgendwie nicht oder so und keine Ahnung. Echt ein bisschen komisch, aber okay, jetzt schauen wir erstmal, dass wir irgendwie reinkommen. Aber hier ist alles zu. Ach man, was habe ich denn jetzt wieder getan, Alter? Verpisst euch doch einfach. Ja, ich komme hier, warte mal. Aber irgendwie muss ich doch hier nach oben kommen. Ist mit einer Leiter oder sowas? Hey, Mann, jetzt greifen die mich wieder an. Das gibt's ja nicht, Alter. Ich will nur die Mission hier machen. Aber ich komme hier nicht hoch. Oder warte mal, hier drüben? Warte mal, es könnte sich ausgehen, oder? Das geht sich aber nicht aus, oder? Nee, ich komme da nicht hoch. Ey, komm schon, das gibt's doch nicht. Alter, verpiss dich mal. Oh shit, ich bekomme wieder Schaden. Achso, warte mal, ich habe wieder zu viele Sachen mit. Okay, warte mal, Rucksack. Okay, eine Powerpistole. Okay, warte mal, hier habe ich direkt wieder eine bessere Shotgun eigentlich. Dann rüsten wir die erstmal aus. Hm, ja, hier. Und beim Sturmgewehr. Warte mal. Sondern 16. Achso, ja, passt eh. Dann schauen wir mal beim Sturmgewehr. Habe ich denn was Besseres? Ich glaube nicht, oder? Nee. Okay, warte mal. Und hier haben wir auch nichts Besseres, oder?
zumindest Level 19, okay. Okay, dann zerlegen wir erstmal wieder ein paar Sachen. Ja, ich könnte wie alles zerlegen, außer halt das hier, das werde ich auf jeden Fall aufheben, weil wenn wir dann Level 19 sind, können wir das ausrüsten. Okay. Okay, sollte, glaube ich, passen, oder? Sind jetzt eigentlich noch mehr Gegner oder waren es alle? Ah, hier ist eine Schnellreise. Okay, schauen wir hier hinten noch irgendwo nach. Warte mal, komme ich hier? Nee, oder? Das geht auch nicht. Alter, wie soll ich hier bitte hochkommen? Hier drüben vielleicht? An alle NCPD-Subunternehmer. Hinweis auf Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Goldsmith Street. Berichten zufolge sind Scavenger unter der Führung von Barry Alken vor Ort. Alken wird wegen Mordes und illegalen Handels mit Cyberware gesucht. Die NC-Behörden bezahlen für die Neutralisierung von Alken und seinen Komplizen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hochkommen soll. Hier drüben vielleicht? Er hält sich irgendwo nirgends, also er hält sich irgendwie nirgends fest. Und alle Türen sind immer verschlossen. Wie soll das bitte gehen? Das kapiere ich irgendwie gar nicht. Aber warte mal, hier drüben. Oh. Okay, das habe ich irgendwie erst jetzt gesehen. Ist eigentlich ziemlich einfach. Aber ich hab's irgendwie voll übersehen. Alter, pack mal die Waffe weg. Okay, dann hier hoch. Oh, und bitte nicht runterfallen. Okay, wir sind da. Okay, fertig. Ah, hier ist es ja. Okay. Warte mal, was. Warte mal, hä? Wo kommt jetzt das Fahrzeug? Ich habe mir doch das Motorrad hier geholt. Das ist doch jetzt mein neues Fahrzeug oder nicht? Okay, das kapiere ich irgendwie gerade gar nicht. Fahrzeug. Warum? Ich habe da jetzt ein neues Motorrad. Das ist doch jetzt das neue Fahrzeug, oder nicht? Okay, jetzt check ich irgendwie gar nicht. Oder muss ich auch noch was tun, dass es dann mein aktuelles Fahrzeug ist? Weil ich verstehe es irgendwie gar nicht. Macht doch für mich wie überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Haben wir noch irgendwas in der Nähe oder so? Da können wir doch schnell hinfahren. Das mit dem Motor verstehe ich gerade gar nicht. Weil wenn ich mir das kaufe, dann ist das doch ausgewählt, oder? Als aktuelles Fahrzeug.
Warum kommt da wieder das andere? Ich meine, für was kaufe ich das denn bitte? Im Anhang findest du mehr Infos über Arati und diese ganze Scheißsituation. Und jetzt verschwinden. Okay, gehen wir mal rein. Darf ich doch was rein? Ich meine, er greift nämlich doch direkt an, oder? Der feige Bassen! Wir kämpfen erstmal. Der Tod. Na, warte mal. Okay, jetzt ist er tot. Der lebt noch. So, jetzt. Okay. Na, warte mal hier, oder? Ist noch irgendwo wer? Wo ist denn das hier? Hä, ist der irgendwo oben? Na egal. Okay, ich glaube, wir haben alles mitgenommen, oder? Ah, hier sind noch welche. Alter, komm, stirb doch mal. So, tot. Okay, warte mal, wie komme ich da jetzt hin? Hier hinten. Okay. Da komme ich jetzt sogar nicht rein. Warte mal, Kamerasteuerung. Das bringt eigentlich eh nichts, oder? Ah, hier drüben, okay, eine Kiste. Okay, warte, gehen wir noch hier hin. Und verbinden uns erstmal. Warte mal. Ah, hier komme ich rein. Hey,
Alter, okay. So eine fette Explosion. Komm schon. Ja, tot. Einer lebt noch, oder? Und den haben wir auch. Der brennt jetzt sogar. Warte mal, was genau soll ich jetzt zerstören? Okay, passt. Dann gehen wir hier erstmal raus. Ah, nein, da kommt wieder Gegner. Warte mal, wo komme ich jetzt hier raus? Ah, stimmt, hier nach oben. Ah, shit, daneben. Der ist auch tot, draußen ist glaube ich noch einer. Ah, shit, der lebt noch. Und wir haben glaube ich alle. Warte mal, wo ist mein Bike jetzt? Sorry, das hier, oder? Ah, stimmt. Okay, wir sind fertig. Bam! Das war das Labor, genau wie bestellt. Natürlich wird es weiterhin Glitter geben, aber wenigstens haben wir dem Mixer eine Menge Geld gekostet. Oh, und eins noch. Ich soll dir von Arati ausrichten, wie dankbar sie ist. Also danke und bis dann. Gut, Leute, ich würde jetzt mal sagen, das war's hier mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.